Herzlich willkommen zu diesem Tutorial für Elite Dangerous. Und heute beschäftigen wir uns mit einem der schwierigsten Themen überhaupt in ED und das ist BGS. BGS steht für Background Simulation, also die Hintergrundsimulation. Ich habe schon oft den Spruch gehört, nö, ich mache kein BGS oder nee, in die Richtung habe ich noch nie irgendwas gemacht. Tut mir leid. Aber der Spruch ist einfach falsch. Schon mal eine Mission gemacht? Exploration-Daten oder Kopfgelder abgegeben? Na dann, du hast es gemacht. Vielleicht nicht bewusst bespielt, aber jede unserer Aktionen in der Galaxie hat Einfluss aufs BGS. Sie ist ein zentrales Feature in Elite Dangerous und simuliert die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den verschiedenen Systemen. Denn in jedem System gibt es die sogenannten kleineren Fraktionen, Minor Factions heißen die. Diese kämpfen im jeweiligen System um Macht und Einfluss. Die BGS bestimmt dabei, welche Fraktion wie viel Einfluss hat. Der Einfluss einer Fraktion bestimmt, welche Kontrolle sie über das System hat. Fraktionen sind Gruppierungen, die ein System verwalten können. Die Vertreter der Fraktionen sieht man zum Beispiel am schwarzen Brett oder als Eigentümer einer Raumstation. Auch wenn ihr eine Mission annehmt, entscheidet ihr euch schon bei Erfolg für diese Fraktion Einfluss zu generieren. Dabei ist ein Teil davon von Frontier erstellt worden, andere sind aber sogenannte Spielerfraktionen. Bis vor kurzem konnten sich größere Spielergruppen bewerben und eine eigene Ingame-Faction im Spiel bekommen. Mit Hintergrundstory, Heimatsystem und allem, was so dazugehört. So wie das Stellar Nebula Project in HIP 117.029. Jeder Spieler beeinflusst in seinem aktuellen Sternensystem durch Missionen, Handel, Kampf und andere Aktivitäten die BGS. Eine Mission für eine bestimmte Fraktion steigert deren Einfluss im System und verringert den Einfluss der anderen Fraktionen. Was aber passiert, wenn zwei Fraktionen dann plötzlich denselben Einfluss haben und dieser überhalb der Mindestgrenze von 7% liegt? Dann entsteht ein Konflikt. Jede dieser Gruppen hat eine eigene Regierungsform, welche wiederum in vier Untergruppen unterteilt ist. Wenn zwei Fraktionen aus unterschiedlichen Regierungsformen in einen Konflikt geraten, gibt es Krieg. Ansonsten wird der Konflikt in Wahlen ausgetragen. Es gibt zum Beispiel Anarchie. Dann gibt es Autokratie, zum Beispiel Diktatur, Feudalsystem, Patronat, Gefangenenkolonie, Theokratie, Gottesstaat. Dann gibt es die Konzerne. Und es gibt Sozial, dazu gehört Kommunismus, Konföderation, Kooperative oder Demokratie. Die folgende Tabelle zeigt ziemlich veranschaulich, welche Regierungsform welche Art von Konflikt auslösen wird. So, und nach dem Konflikt? Eine der Parteien wird als Sieger hervorgehen. Die gewinnende Fraktion übernimmt von der gegnerischen Fraktion die Station mit dem höchsten Wert. Diese Wertigkeit kann auch von System zu System variieren. Ich blende euch hier die Wertigkeiten ein. Wichtig ist, sobald eine Fraktion im System die primäre Station besitzt, hat sie die Kontrolle des Sternensystems. Ihre Regierungsform legt von jetzt an fest, was in diesem System legal ist und was nicht. Mehrere Fragen tauchen immer wieder auf und zählen daher auch noch zu den Grundlagen des BGS. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Einfluss und Ruf? Denn beides ist bei den verschiedenen Missionen zu bekommen. Der Ruf ist dein eigener. Der spiegelt deine Reputation für die jeweilige Fraktion wider. Dieser ist auch systemübergreifend. Je höher dieser Ruf ist, desto wertiger sind die Missionen, die du erhältst. Das heißt, selbst wenn du in einem Sternensystem Ruf erwirtschaftest, bei dieser Fraktion nützt er dir auch im Nachbarsternensystem etwas. Der Einfluss hingegen spiegelt die Machtverhältnisse der Fraktion selbst im jeweiligen Sternensystem wider. Bei der Missionsabgabe kann man zwischen drei Missionsbelohnungen wählen. Die Menge an Einfluss variiert bei den Belohnungen und wird mit dem Plus-Symbol dargestellt.
Welche Aktionen beeinflussen das BGS jetzt eigentlich wie? Wir haben erstmal einen positiven Einfluss. Den machen wir durch Missionen vom schwarzen Brett für die jeweilige Fraktion, Transport von Passagieren, durch Handel, da muss aber der Bedarf vorhanden sein, und nur der Eigentümer der Station erhält den Einfluss, und nur Profit erzielt Einfluss. Kopfgeldjagd, das ist auch nur für die ausgestellte Fraktion. Erkundungsdaten, da ist es wieder so, dass nur der Eigentümer der Station den Einfluss erhält. Und wir haben negativen Einfluss. Den erreichen wir durch Mord, fehlgeschlagene Missionen, nicht Aufgabe der Mission, fehlgeschlagene Missionen. Und durch Schmuggel, nur Profit erzielt Einfluss. In Konflikten sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei Wahlen haben wir alle gewaltlosen Aktionen, das heißt Missionen, Passagiermissionen, Handel und Exploration-Daten, die helfen dann in dem Fall. Im Krieg, naja, da gilt leider alles, was mit Gewalt zu tun hat. Ne? Kampfzonen im All, auf dem Boden gewinnen, dann Kampfbelohnungen abgeben, Massakermissionen gegen die gegnerische Fraktion erfüllen, Kopfgelder für die zu unterstützende Fraktion sammeln. Aktionen haben während eines Konflikts Einfluss auf mehreren Ebenen. Die blende ich euch hier mal wieder ein. Eine weitere Frage, die man ziemlich oft hört, ist: Was ist der Tick? Der Tick ist im Prinzip der Zeitpunkt, wo jede Aktion vom letzten Tick bis zum neuen Tick ausgewertet wird. Die Auswertung für ein System ist dabei sehr unterschiedlich. Es kann bis zu 10 Stunden dauern, bis man sieht, wie effektiv die BGS-Aktivitäten waren in diesem Zyklus. Den Tick kann man auf der externen Website elitebgs.app einsehen. Nun, erschlagen? Tja, damit habt ihr jetzt einen ganz groben Überblick, was BGS ist. Sozusagen die Grundlagen an der Oberfläche angekratzt. Diese Reihe wird aus mindestens 2 weiteren Teilen bestehen. Wir sehen uns den Konflikt im Einzelnen an und seine genauen Auswirkungen und wir besprechen auch, was eine Expansion bzw. ein Rückzug ist und wie man sowas planen kann. Noch ein Tipp zum Abschluss für alle. Wenn ihr Fraktionen, gerade die von Spieler gesteuerten, unterstützen wollt, erkundigt euch bitte immer zuerst beim BGS-Beauftragten oder bei der Fraktion selbst, wie ihr das gerade am besten machen könnt. Denn sogar eine gut gemeinte Abgabe von Exploration-Daten kann Tage der Planung kaputt machen in einem Bereich, der so komplex ist wie die Background-Simulation. Dieses Video lehnt sich an den BGS-Artikel auf der Homepage stellanebula.de an. Also wer das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen will, wer die Tabellen nochmal sehen möchte, www.stellanebula.de.